Menschen, die schlecht hören, sind eher gefährdet, an Demenz zu erkranken. Das haben Forschende der Universität Leipzig in einer Studie herausgefunden. Untersucht wurden 3.500 Seniorinnen und Senioren über 75 Jahren. Demnach haben Hörbeeinträchtigungen einen signifikanten Einfluss auf die langfristige Entwicklung dieser Krankheit. Konkret heißt es, insgesamt 30% der Teilnehmer berichteten am Anfang der Studie über eine Hörminderung und gut ein Viertel der Teilnehmer entwickelte im Laufe der Zeit eine Demenz. Das sagt Studienautor Dr. Alexander Pabst. Laut ihm war das Erkrankungsrisiko für Teilnehmer, die schlechter hören, um 16% höher. Die Erkenntnisse der Studie können also dabei helfen, der Krankheit vorzubeugen. So hilft es nicht nur, sich viel zu bewegen und gesund zu ernähren. Man sollte sich auch frühzeitig behandeln lassen, wenn man schlechter hört. Insgesamt leiden rund 50 Millionen Menschen weltweit an Demenz, davon etwa 1,6 Millionen in Deutschland.